Den Wochen der Ratlosigkeit nach de Gaulles Entschluss, die NATO zu verlassen, folgten erste Konsultationen zwischen den betroffenen Nationen. Zu den Dreiergesprächen zwischen der Bundesrepublik, England und den USA war auch John McCloy, der Sonderbeauftragte Präsident Johnsons, in das aus dem Winterschlaf erwachte Bonn gekommen, um den deutschen Gesprächspartnern für die schwierigen Verhandlungen mit Frankreich den Rücken zu stärken. Die erste Zusammenkunft der beiden Außenminister Couve de Mirville und Gerhard Schröder ließ bereits erkennen, wie schwierig es sein wird, einen neuen Status für die 75.000 in Deutschland stationierten französischen Soldaten zu finden. Der kleine Mann in Frankreich dagegen fragt nach den Konsequenzen, die sich für ihn ergeben, wenn nach 25 Jahren die amerikanischen